Herzlich willkommen zum heutigen ZFF Daily. Auch in dieser Sendung berichten wir wieder rund ums 11. Zurich Film Festival. Heute mit Stargast Schauspieler Liam Hemsworth, der uns verrät, wer sein neuester Freund ist. Ich durfte mich zum Talk treffen mit dem Schweizer Regisseur Mark Forster und wir haben den Filmmusikwettbewerb begleitet. Ja, wer kennt es nicht? Welche Fragen soll ich stellen? Wie breche ich das Eis? Vor lauter Aufregung finde ich die Worte nicht. Das kann sogar unseren ZFF-Daily-Journalisten passieren. Nicht so mit dem neuen SAQ-App. Denn wenn ich diese schüttle, stellt sie zufällige Fragen. Für euch haben wir uns durchs Festival geschüttelt. Still says breaking the ice, man. Shake it harder. Also, welches ist dein Lieblingsmöbelstück? Ja, ein WC, eindeutig. Glaubst du an das Schicksal? Was heißt das für dich? Oh Gott. What drugs have you taken? None. Was neben deinem Beruf kannst du so gut, dass man dich dafür bezahlen würde? Dessert. Ich kann sehr gut Dessert machen. Kuchen, Kekse, alles so. Alles was Süßes. Bist du mit deinem Alter ängstlicher oder mutiger geworden? Mutiger. It says, who is your newest friend? Yeah. My newest friend? Yeah. Maybe Zurich? Did you see it? Er gehört zu den internationalen Größen im Filmbusiness. Monsters Ball, Kite Runner, Quantum of Solace, das alles Filme, die unter seiner Regie entstanden sind. Die Rede ist natürlich von Schweizer Filmregisseur Mark Forster. Er war zu Gast im Grand Hotel Dolder beim Zurich Summit, wo ich ihn zum Talk getroffen habe. Ich liebe die Schweiz, ich bin von da. Ich finde es sehr wichtig, dass eine Förderung da ist und die Leute inspiriert, weil wo ich damals, also da halt, wo ich aufgewachsen bin, da, dass es eigentlich sehr wenig gegeben hat. Und die Leute, die gesagt haben, ich will Film machen, mich innen halt belächelt haben und gesagt, ja, träum weiter. Was halt wichtig ist, Schluss vor allem, und jetzt vergiss Filmschule und alles, dass man sich wirklich als wenn du jetzt ein Teenager bist, so bin ich mir sehr bewusst gewesen, was ich machen wollte. Ja. Dass du wirklich deinen klaren Weg siehst. Ja. Weil es gibt, wenn du dir noch unsicher bist, denkst du, ich mache das, ich mache das. Dass du wirklich alles dort reinsetzen musst. Und weil eigentlich niemand an dich glaubt am Anfang. Ich habe jetzt gerade einen Film gedreht, der heisst All I See Is You. Und da bin ich jetzt gerade am Schneiden. Und der kommt so nächsten Herbst oder wenn wir raus. Im Film haben halt viele Leute, die einen Film schauen, haben so ihre Erwartungen, wie soll jetzt der Film, wie sie wollen, dass der Film endet. Ja. Bei der TV-Serie, was interessant ist, als Geschichten erzählen, dass natürlich überhaupt nicht abgeschlossen ist, dass umso mehr Fragen du hast am Ende von der ersten Episode, umso besser. Genau. Das ist halt interessanter, weil du willst ja, oh, ich will noch mehr wissen über den Charakter oder ich will noch mehr wissen über die Geschichte. Und das von dem her finde ich es von Geschichten erzählen her fast noch, also auch noch sehr interessant. 137 Komponisten haben ihre Stücke zum diesjährigen ZFF Filmmusikwettbewerb eingereicht. Ihre Aufgabe war es, den Science-Fiction-Kurzfilm The Control Masters zu vertonen. Die fünf Finalisten ließen ihre Kompositionen vom Zürcher Kammerorchester und dem Zurich Jazz Orchester vor begeistertem Publikum und Jury vorführen. Es gibt eigentlich nur ein Filmfestival, das einen solchen Filmmusikwettbewerb hat. Einen solch aufwendigen, auch einen internationalen, auch einer, der mittlerweile sehr bekannt ist. Ich glaube, das ist die Bedeutung für das Zurich Film Festival. Ja. Der Stellenwert dieses Konzertes kann nicht hoch genug sein. Ich glaube, wer da drin sitzt wirklich, der geht raus und sagt, wow, ich komme wieder. Einerseits müssen die Finalisten eine Partitur abgeben. Das braucht ein großes Handwerk in Orchestration, Komposition, Musikpräparation etc. Und andererseits müssen sie auch ein sogenanntes Mock-up abliefern. Das ist ein Audio-File mit der gesamten Filmmusik. We would like to present the Golden Eye to Faris Badami. Und hier bekommt sein goldenes Auge, the Golden Eye for you. I wouldn't want to compete with anyone, but just mainly focus on being unique.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Und falls ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, die Highlights zum 11. Zurich Film Festival gibt es wie immer bei ZFF Daily. Gebt uns doch einen Daumen hoch und abonniert den Channel. Macht's gut und bis morgen.